Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Ich bin Wolf Fuß. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Union Berlin gegen Bayern München. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Haraguchi. Becker. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Kimmich. Gnabry. Pavard. Und jetzt Müller. Kimmich. Mané. Den hält er. Und jetzt gibt es eine Ecke. Schöner Distanzschuss und dann auch eine erstklassige Parade. Der Ball war lange unterwegs. Gut pariert. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. War ja kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Kimmich führt aus. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Sie führen die Ecke kurz aus. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Haraguchi. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Und die Möglichkeit. Sie machen zu, das war wichtig. Goretzka. Coman. Alphonso Davies. Sie haben den Ball. Rani Khedira. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Jetzt könnte er flanken. Genki Haraguchi. Ganz geduldig machen Sie das hier, lassen den Ball schön laufen. Ist das das Tor? Brillant gemacht! Da war sie plötzlich, die Lücke. Und drin ist der Ball. Ein tolles Tor, Wolf. Das ist dieses Kurzpassspiel. Wunderbar rausgespielt. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Ein tolles Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Kimmich. Goretzka. Mané. Kimmich. Pass auf Goretzka. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Kimmich. Jetzt die Chance. Abgeblockt. Was für ein Tor.
absolutes Traumtor. Was für ein Seitfallzieher. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Baumgartel. Ja, klasse Pass. Er hat Platz zum Flanken. Da klären sie erstmal. Trimmel. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Thomas Müller. Dayot Upamecano. Gnabry. Kimmich jetzt. Bisher ist das eine richtig gute Ballbesitzquote auf Seiten der Bayern. Aber zufrieden können sie trotzdem nicht sein. Sie machen zu wenig raus. Folge unentschieden. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Koman. Goretzka. Gnabry. Die Bayern mit dem Tor. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Hier ist noch alles drin. Kimmich. Pavard. Das gibt Einwurf. Thomas Müller jetzt. Da ist Müller. Müller kommt. Gute Chance für Mané. Tolle Aktion vom Torwart. Kimmich führt aus. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Er hat das Biss. Das Spiel läuft wieder, Bayern vorne. Mal sehen, wie es weitergeht. Koman. Davis. Jetzt lassen sie den Ball laufen. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Sie erhalten den Einwurf. Leon Goretzka. Goretzka. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Wieder zu Goretzka. Geduldiges Passspiel jetzt. Sie lassen sich Zeit. Thomas Müller. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gibt Szenen Applaus.
Ecke kommt von Kimmich. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Ball ist unterwegs. Serge Gnabry. Mané hat den Ball. Thomas Müller. Da ist die Chance. Er hält diesen Ball. Sensationell. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Genau so ist es. Kingsley Coman verlässt den Platz und Leroy Sané kommt und soll noch mal sofort auftreten. Der Ball kommt rein. Erstmal geklärt. Serge Gnabry. Ball wird abgeblockt. Leon Goretzka. Harter Schuss, aber Ball geht neben's Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Davis. Jetzt die Bayern im Angriff. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Goretzka. Mané hat den Ball. Müller macht das Tor. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann ist ja klar, wenn er so an den Ball kommt, dann musst du mit dem Treffer rechnen. Diese Handflachschüsse, die hat er drauf. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Das macht er ganz energisch. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Kimmich. Jetzt suchen sie die Lücke. Serge Gnabry. Pech bei diesem Ball. Pfosten. Ach, Zentimeter entscheiden da über Erfolg oder Misserfolg. Kein Tor. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Kimmich. Jetzt nochmal die Bayern. Und jetzt Müller. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Spielt den Ball. Leon Goretzka. Müller, das muss es doch sein. Jetzt gibt es einen Einwurf. Kimmich, Müller, Mané, was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene, da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen.
So, die kurze Variante. Thomas Müller. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Mani. Kimmich hat ihn wieder. Er sucht die entscheidende Lücke. Sie machen das Tor. Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Da hat er den Vorteil abgewartet, aber es wird nichts draus. Also doch Freistoß. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Alfonso Davis. Ball ist bei Goretzka. Gefällt mir gut, was Sie da heute in Sachen Passspiel zeigen. Ja, ist schon klasse. Immer wieder sind die Anspielstationen da und das Auge bei fast allen, das passt. Pavard. Ball zurück auf Pavard. Davis. Stark verteidigt. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Thomas Müller. Ball ist bei Goretzka. Ja, klasse Pass. Sadio Mané. Gute Chance für Mané. Der Ball ist drin. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er den Keeper keine Chance. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Und das war's für heute. Am Ende steht hier also die Niederlage für die Gastgeber. Sie verlieren hier also deutlich und das tut weh. Es war sehr deutlich zu sehen, wo die Schwächen der Mannschaft liegen. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden.